Morphisches Feld, morphogenetisches Feld, Akasha-Chronik. Du hast es im Titel gesehen. Ja, aber was ist das genau? Und worin unterscheiden sich diese einzelnen Felder nun? Ich freue mich heute, Birgit Haufer zu Gast zu haben. Birgit, schön, dass du da bist. Und wir wollen uns über genau diese Thematik jetzt mal ausführlich unterhalten und mal die Unterschiede beleuchten. Hallo Andreas, danke schön, dass ich hier sein darf. Sehr, sehr gerne. Ja, also das, was ich mache, ich bin, wie kann man so schön sagen, ich bin Leserin im morphischen Feld. Wow. Oder Trainerin für morphisches Feldlesen, sozusagen so. Das heißt, du bringst es auch anderen bei? Ich bringe es auch anderen bei, wow. Ganz genau, beziehungsweise ja. Es ist uns ja angeboren, insofern ist es, eigentlich ist es ja nur ein Freiraum, ne? Dass man wieder irgendwie Platz macht, dass man wieder die Möglichkeit hat, sozusagen auf seine Intuition zu hören. Ein Wiedererkennen. Wiedererkennen, genau. So, was bedeuten jetzt diese Begriffe, die du eben genannt hast? Wenn ich zwischendurch mal die Augen zumache, dann ist es immer für mich, dann suche ich sozusagen nach einer inspirierten Antwort im morphischen Feld sozusagen. Also, generell vorab, wenn ich sage, ich lese im morphischen Feld oder was ist das morphische Feld? Man kann jetzt sozusagen es das morphische Feld nennen, also das Gedächtnis der Welt. Also alle Informationen dieser Welt sind irgendwo gespeichert. Ich weiß, dass es manche Menschen auch das universelle Bewusstseinsfeld, die Akasha-Chronik und so weiter nennen. Für mich ist es immer wichtig, egal welchen Begriff ich verwende, es ist immer eine Begrenzung. Egal, ob ich jetzt sage Akasha-Chronik, ob ich sage Feld, es ist immer eine Begrenzung. Also das ist immer das, was ich vorab einfach mal rausschieben möchte. Es ist etwas Unbegrenztes. Also es ist etwas Grenzenloses, wenn wir auf etwas zugreifen. Und da sind wir dann auch schon sozusagen im morphischen Feld. Also das morphische Feld sozusagen beinhaltet sämtliche Informationen, die irgendwo hier auf dieser Welt im zwischenmenschlichen Bereich oder eben auch außerhalb dieser Welt sozusagen existieren. Wenn wir in die Morphogenetik gehen, das ist eigentlich das Vorgeschaltete sozusagen. Und da nehme ich immer sehr, sehr gerne die Begrifflichkeiten auch von Rupert Sheldrake oder die Begriffsdefinition, wie Rupert Sheldrake sie auch benutzt. Das ist ein britischer Wissenschaftler, der sich da sehr, sehr intensiv auch mit beschäftigt hat. Die morphogenetischen Felder sind sozusagen die gestaltgebenden Felder. Also ich habe ein morphogenetisches Feld, du hast ein morphogenetisches Feld, der Stuhl hat eins, der Tisch, also alles, was existiert, hat ein eigenes morphogenetisches Feld. Also auch vom Namen her schon gestaltgebend sozusagen. Auch wenn wir dann zum Beispiel, es kann auch schon mal sein, dass jemand eine Frage stellt, wo es eben um eine Ungesundheit geht, wo es darum geht, was kann er denn tun, um seine Selbstheilungskräfte zu aktivieren, und wir dann zum Beispiel auch auf eine Blaupause schauen, also auf seine Blaupause sozusagen, dann sind wir immer in seinem morphogenetischen Feld. Oder auch wenn irgendetwas existiert, eine Pflanze beginnt zu wachsen, das ist immer das morphogenetische Feld, wo halt sozusagen die Pflanze weiß, aus dieser Zelle wird das, aus dieser Zelle wird das und so weiter. Wie gesagt, da hat Rupert Sheldrake auch wunderschön geforscht, einfach auch um zu beweisen, dass es irgendwo auch einen Punkt gibt, wo zum Beispiel die Genetik aufhört. Ne? Also wo ich viele Dinge einfach nicht mehr erklären kann mit der Wissenschaft, wie sie bis jetzt und bis hierhin sozusagen existiert. Die morphischen Felder, also für Rupert Sheldrake gibt es die morphischen Felder. Für mich ist es so, es gibt nur ein morphisches Feld. Ich trenne das halt nicht. Die morphischen Felder, um jetzt einfach mal so dabei zu bleiben, das ist dann das, ein Zusammenschluss vieler morphogenetischer Felder. Wenn ich jetzt in die Tierforschung gehe, dann ist zum Beispiel ein Schwarm von Vögeln beispielsweise hat ein morphisches Feld. Dann ein Rudel hat ein morphisches Feld. Wir beide sind jetzt in einem morphischen Feld. Eine Stadt hat ein morphisches Feld. Also das ist dann immer ein Zusammenschluss von verschiedenen morphogenetischen Feldern. Damit sind wir in einem morphischen Feld sozusagen. Und wenn man jetzt viele morphische Felder zusammen sieht, zum Beispiel viele Städte und alles, was ist das dann? Auch ein morphisches Feld? Das wäre wieder auch ein morphisches Feld. Ne? Also zum Beispiel in Deutschland, wo ja viele morphische Felder drin sind, das da drüber übergeordnet wäre, dann auch wieder ein morphisches Feld. Und das ist immer das, wo ich sage, Leute, wie gesagt, das ist wieder das mit der Trennung. Machen wir nicht. Es verkompliziert alles. Ich sage auch nicht, ich lese jetzt in deinem morphogenetischen Feld oder in deinem morphischen Feld. Also wir trennen das nicht, sondern es ist einfach, es existiert einfach etwas, egal wie wir das jetzt sozusagen nennen. Um dann jetzt nochmal auf die andere Begrifflichkeit zu gehen, die du eben genannt hast, die Akasha-Chronik,
Da greife ich sehr, sehr gerne eben auf die Begriffsdefinition auch von Rudolf Steiner zurück, der eben auch die Akasha-Chronik sehr intensiv mit der Akasha-Chronik gearbeitet hat und sie auch erforscht hat und auch angewendet hat. Und er sagt halt, wir nutzen die Akasha-Chronik, um das Hier und Jetzt zu verstehen, gehen wir in eine objektive Vergangenheitsbetrachtung. Also das heißt, zum Beispiel, es gibt eine Problematik im Hier und Jetzt. Also zum Beispiel, ich gerate immer wieder an einen bestimmten Männertyp. Kann ja sein, ne? Solche Dinge. Und ich weiß das eigentlich auch. Und ich habe eigentlich schon alles dafür getan. Ich habe also viele, viele Dinge, auch psychologische Dinge getan. Ich weiß das alles und trotzdem ist es halt immer so. Und dann kann man einfach schauen, im Hier und Jetzt, ich möchte das gelöst haben. Ich möchte diese Blockade oder auch wie auch immer ich das bezeichnen möchte, ich möchte das gelöst haben. So, und dann ist es sehr häufig, dass ich dann beispielsweise in die Vergangenheit gehe. Und zwar nicht in die Vergangenheit dieses Leben, sondern tatsächlich in eine Vergangenheit vorgeburtlich, also in ein vorheriges Leben. So, und das wäre zum Beispiel die Akasha-Chronik. Also um die Gegenwart verstehen zu können und besser leben zu können, in die Vergangenheitsbetrachtung zu gehen. Und er definiert das auch genauso wie das Morphische Feldlesen, das Fehlen von Verstand, also das Fehlen von Gedanken und Verstand und in das reine Herzenfühlen gehen. Interessant ist, dass er damals noch sagte, das war ja, ist jetzt ungefähr 100 Jahre her, er sagte damals noch, und es ist nur einer gewissen oder einer ganz kleinen Gruppe vorenthalten, das zu tun. Und das sehe ich heute nicht mehr so, egal ob ich jetzt Akasha-Chronik lesen mache oder Morphisches Feld lesen mache. Es ist uns etwas Angeborenes, es kann halt im Endeffekt jeder. Also das ist einfach das, wir müssen einfach nur, wie man so schön sagt, den hier mal in Urlaub schicken, den Verstand mal in Urlaub schicken und unser Herz frei machen und dann können wir sozusagen da auch wieder drauf zugreifen. Jetzt um einfach mal bei diesen Begrifflichkeiten auch zu bleiben, es gibt noch einen weiteren Begriff, das ist zum Beispiel die Palmblattbibliothek. Ja. Und das ist immer sehr schön, auch gerade so im Vergleich zur Akasha-Chronik. Auch die Akasha-Chronik wird mir im Feld ganz häufig gezeigt wie eine Bibliothek. Ich habe nichts gelernt im spirituellen Bereich, also ich bin Diplom-Betriebswirtin. Und habe im spirituellen Bereich also nichts gelernt, außer morphischem Feldlesen. Und das ist manchmal sehr, sehr gut, weil wenn ich jetzt an Dinge herangehe, dann sind sie einfach alle aus dem Feld. Ich komme halt nicht mit einem Werkzeugkoffer, ne, und kann auf die Dinge zugreifen oder habe sie schon irgendwo abgespeichert, sondern sie sind eigentlich für mich neu und ich bekomme sie aus dem Feld. Ja. Und somit eben ganz wunderbar. Ich kannte bis dato, als ich angefangen habe, 2005, kannte ich auch die Namen zum Beispiel vieler Engel überhaupt gar nicht. So, und mir hat dann beispielsweise, ich weiß es jetzt, es war Erzengel Metatron, hat mir dann beispielsweise auch die Akasha-Chronik erklärt und gezeigt. Und es ist dann immer eine Bibliothek. Ne? So, und so kann man eben auch Palmblattbibliothek sehen. Es ist ähnlich wie die Akasha-Chronik. Auch da, das sind also Palmblätter, wo bestimmte Dinge aufgeschrieben sind, die, wo ich heute noch etwas auflösen darf aus einem früheren Leben, um eine Blockade zu lösen, um jetzt leichter vorangehen zu können. Genau. Wow, das ist eine tolle Erklärung. Mhm. Weil man sagt ja auch oft, in der Akasha-Chronik wird im Grunde gespeichert, wenn ich jetzt dieses Leben beende. Mhm. Und dann wird geguckt, was steht in der Akasha-Chronik oder was muss neu reingeschrieben werden. Zum Beispiel neues Karma wird reingeschrieben. Oder wenn ich mir vornehme, fürs nächste Leben das und das Karma aufzulösen, wird das reingeschrieben. Und wenn ich wiederkomme, wird geguckt, was hast du geschafft davon, was nicht und so weiter. Solche Informationen kommen ja auch alles in die Akasha-Chronik. Mhm. Und das wiederum hat ja nichts mit den morphischen Feldern oder mit diesen morphogenetischen Feldern zu tun. Und deswegen ist es so wichtig, den Unterschied da mal zu beleuchten. Ja, genau, um dabei dann auch zu bleiben, ist die Akasha-Chronik ein Teil des morphischen Feldes. Also wenn man sagt, dass das morphische Feld alle Informationen beinhaltet, wirklich alle Informationen beinhaltet, beinhaltet es eben auch die Informationen der Akasha-Chronik. Es ist aber nicht umgedreht. Die Akasha-Chronik beinhaltet nicht die Informationen des morphischen Feldes. Genau. Das ist immer noch mal ganz wichtig. Genau, und so sehe ich es auch. Ne? Also wenn ich es jetzt bildlich beschreiben würde, so sehe ich es auch. Ne? Also das eine ist einfach eigentlich unendlich und da ist aber eine endliche Akasha-Chronik. Ne? So, genau. Und du liest ja jetzt in dem morphischen Feld. Und ist es möglich, dass du jetzt mal für uns einfach diese aktuelle Energie, die jetzt gerade herrscht, für uns
mal liest und guckst, was dir gerade davon gegeben wird, was jetzt für unsere Zuschauer, denn ihr seid ja ganz neugierig, ich kenne euch ja, ne? Was da jetzt gerade so an Informationen wichtig ist. Und es ist ja so, dass wir geführt sind und diese Führung wird dir ja wahrscheinlich die Worte geben, weil sie genau weiß, wer dieses Video wann sieht, dass es aktuell ist für denjenigen oder diejenige, die das gerade sieht. Genau, also das ist immer nochmal wichtig, das darf ich einfach vielleicht auch nochmal dazu sagen. Das Lesen im morphischen Feld ist immer eine Momentaufnahme. Ich kann, also es ist ein Lesen unabhängig von Zeit und Raum. Also das heißt, die Person muss auch nicht hier sein. Also egal, ne, wo ihr jetzt gerade sitzt. Ihr könnt auch auf Hawaii sitzen oder Australien oder auch in Österreich. Das ist ganz egal. Es ist also unabhängig von Zeit und Raum. Ne? Das ist nochmal ganz, ganz wichtig und somit auch unabhängig von Zeit. Also deswegen ist es auch zum Beispiel im morphischen Feld so, dass ich Dinge in der Vergangenheit ändern darf. Damit schreibe ich jetzt die Geschichtsbücher nicht neu, aber ich darf, um etwas zu lösen, Dinge in der Vergangenheit ändern. Und somit ist es eben auch, ich darf auch in der Timeline, also in der Zeitlinie nach vorne gehen und auch ein Stück weit nach vorne gucken. Aber wie gesagt, wir sind hier in einem Quantenfeld. Es ist abhängig von vielen, vielen, vielen Faktoren. So. Und deswegen ist es nochmal wichtig, wenn ich jetzt mal reingehe und die jetzige Zeitqualität nenne, das ist also tatsächlich eine Jetzt-Aufnahme. Es ist also, wie ist es jetzt? Okay, dann binde ich mich einmal kurz an ins Feld. Dabei ist es immer für mich wichtig, ich gehe immer in den Anschluss nach unten. Das heißt, ich bitte auch ich bitte Mutter Erde um Unterstützung und Hilfe, ich bitte meine Ahnen um Unterstützung und Hilfe. So, und dann öffne ich nochmal mein Scheitelchakra, um universelles goldenes Licht in mich hineinströmen zu lassen. Und bitte nun die göttliche Quelle, mir die Informationen zu geben, die für mich und für alle anderen nun dienlich sind, mit dem bestmöglichen Ergebnis. Andreas, magst du bitte nochmal die Frage einmal stellen? Was ist aus der jetzigen Sicht an Informationen aus dem morphischen Feld zur aktuellen Situation für unsere Zuschauer, die das jemals sehen werden, wichtig? Mhm. So, das Bild, was ich bekomme, ist, es ist so, als wenn ich durch ein Flugzeugfenster schaue. Interessanterweise ist es aber nicht, also es ist rund, aber es ist nicht das Seitenfenster, es ist also vorne. Ne? Also als wenn ich jetzt auf etwas zufliege und ich habe dort ein rundes Fenster. Und in diesem runden Fenster habe ich einen Ausschnitt. Also diesen Ausschnitt, den ich dort habe, ist das Meer. Also ich sehe sozusagen das Wasser. Ich fliege von außen, es wird immer konkreter. Also ich fliege von außen sozusagen auf die Erde zu und es wird halt immer konkreter, das, was ich da sehen kann. So, wenn ich mich da jetzt reinfühle, dann ist es so, dass es nicht wie ein Flugzeug ist, sondern es ist eher so, ich befinde mich in einem, als würde ich mich in einem, ja, ich befinde mich in einem Flugkörper, also das ist wie ein Zylinder. Und ich weiß, dass ich gleich aus diesem Zylinder rauskatapultiert werde. Vom Gefühl her ist es auch gar nicht so angenehm. Also ich habe einen tierischen Druck auf der Brust. Es nimmt mir gerade die Luft zum Atmen. Es ist sehr eng. Also mich engt jetzt tatsächlich auch gerade dann dieser Stuhl hier ein. Es ist also sehr eng. Ich kann mich überhaupt nicht bewegen. Ich kann die Arme nicht hochnehmen, sondern ich bin einfach so jetzt gerade in diesem Zylinder, sag ich mal, bin ich jetzt sozusagen gefangen. So fühle ich mich gerade. Also ne, das ist, wenn ich jetzt die aktuelle Situation sozusagen beschreibe. Ich weiß aber, das sind jetzt zwei Dinge, die kommen. Das eine ist, es macht mir total Angst, weil ich nicht weiß, was jetzt passiert. Klatsche ich jetzt auf diese Wasserfläche auf? Oder wird jetzt im Vorfeld, wird jetzt irgendetwas passieren? Wird jetzt beispielsweise gleich ganz wunderbar meine Kapsel aufgehen und ich werde mit einem Fallschirm sozusagen dort auf diesen Strand, den ich auch eben sehen kann, den ich wahrnehmen kann, oder werde ich dann ganz wundervoll mit einem Fallschirm auf diesen Strand segeln? Das ist das alles, was gerade so in mir vorgeht, was jetzt gerade alles passiert. So. Und das ist ganz interessant. Das ist nämlich jetzt genau das. Es kann beides passieren.
Es kann gerade beides passieren. Ich habe auch beide Wege mit beiden Ergebnissen da. Das ist wieder das auch im morphischen Feld. Wir können auch mehrmals sozusagen auftauchen. Ne? Das ist wieder das mit dem unabhängig von Zeit und Raum. So, womit fühle ich mich denn besser? Ich fühle mich viel, viel besser damit, wenn ich jetzt gleich definitiv sagen kann, so, Kapsel, geh auf. Und ich werde ganz wunderbar mit diesem Schirm nach unten segeln, um auf dem Strand landen zu können. So. Und das ist jetzt das, was für mich total wichtig ist, wenn ich im morphischen Feld lese. Da geht es nämlich darum, was habe ich denn für eine Zielsetzung? Ich habe jetzt erstmal eine Situation beschrieben, so ist die Situation gerade. So, und dann ist es jetzt aber total wichtig, was ist denn meine Zielsetzung? Das heißt, morphisches Feldlesen ist vor allen Dingen auch immer eine Realitätsgestaltung. Das heißt, was ist mein Ziel? Mein Ziel ist es doch, dass etwas Positives geschieht. Und für mich, wenn ich da reinfühle, ist das positive Ende das, wo ich jetzt gleich mit dem Fallschirm landen werde. So, und insofern passiert in dem Moment genau das. Es gibt beide Möglichkeiten natürlich im Feld, dass ich auf dem Wasser aufklatsche oder aber, dass das andere eben sein wird. So, und ich konzentriere mich jetzt eben auf das andere und in dem Moment, wo ich das tue, wird es für mich viel, viel leichter. Ja, und ich sehe mich sozusagen mit dem Fallschirm runtersegeln. Ich weiß, dass das andere noch da ist, aber es geht komplett, es blendet sich komplett aus. Dieses enge Gefühl, diese Angst, die ich empfinde, geht einfach raus. Und ich kann mich eben mit diesem anderen eben hingeben und kann einfach sagen, okay, da ist der Fallschirm, ich werde aufgefangen. So, und dann schauen wir einfach mal, was passiert, weil da ist Neuland. Habe ich die Frage zufriedenstellend beantwortet, so wie du das vielleicht auch gemeint hast. Ja, das ist interessant, weil das passt ja ganz genau auf die Situation. Mhm. Wir sind im Grunde jeder in seinem beengten Raum. Mhm. Wir dürfen nicht raus. Wir sind also von den ganzen Vorschriften wirklich eingeengt. Mhm. Ja. Und wir gucken, wir sehen aber schon das Licht am Ende des Tunnels. Mhm. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Im Moment ist halt im morphischen Feld diese Unsicherheit der Menschen alle drin. Und das hast du wunderbar beschrieben. Diese Unsicherheit klatschen wir auf oder ist gleich der Fallschirm da und wir landen wirklich an einem schönen Strand. Genau. Und das ist auch wirklich für uns wichtig, ist, es ist steuerbar, es hängt davon ab, was ist denn meine Zielsetzung, wie steuere ich das? Weil das ist nochmal ganz wichtig. Jetzt danke nochmal, dass du das auch sagst. Ich kann natürlich auch in das andere Szenario reingehen und gucken, was passiert, wenn ich jetzt in dieser Enge bleibe und auch das mit dem Aufklatschen sozusagen passiert. Dann kann ich gucken, wie kann ich das Problem lösen. Aber warum soll ich das jetzt tun? Ne? Das ist, wenn ich meine Aufmerksamkeit auf das Problem richte. So, hier ist das andere doch viel schöner. Ja klar, kann ich sagen, oh Gott, ne, da muss ich jetzt was tun, sonst klatsche ich auf, weil die Möglichkeit gibt es. Nein, ich gebe meine Aufmerksamkeit gar nicht mehr dahin, sondern ich gebe meine Aufmerksamkeit in diese Fallschirmsituation. So, und somit geht das andere raus. Also das ist auch wieder, ich kriege immer Gänsehaut, wenn es immer Resonanz ist. Also ich habe jetzt gerade Gänsehaut am ganzen Körper. So, das ist genau das. Und das ist nochmal wichtig. Und das ist auch etwas, was ich auch gerne nochmal mitgeben möchte. Tatsächlich, wie gehen wir mit so einer Situation um? Das ist die Form der Realitätsgestaltung. Ne? Gehe ich jetzt in die Problemlösung oder gehe ich in die Zielsetzung? Das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Und da passt ja dann auch rein. Es gibt ja Menschen, die immer ganz vehement schreien, wir müssen dagegen sein. Klar, aber die Krux bei der Geschichte ist, dass sie in dem Moment ja ihre Aufmerksamkeit und somit halt ihre Energie genau in das reingeben, was sie gar nicht wollen. Und da ist es viel besser, wirklich, wie du sagst, es nebenliegen zu lassen, ihm quasi die Energie zu entziehen und die Energie auf das zu wenden, was ich möchte. Mhm. Nämlich, ich möchte ein gesundes Leben, ein vollkommenes Leben, ich möchte ein Leben in Freiheit, ich möchte einfach ein Leben, so wie ich es mir vorstelle, oder wenn jemand das noch genauer sagen will, so wie es im Grundgesetz steht, was wir haben, weil das ist ja das, was gerade ganz groß besprochen wird. Und dieses Grundgesetz soll gelten, weil da steht alles drin für ein gutes Leben. Mhm. Und somit habe ich jetzt kein einziges negatives Wort genommen, ich habe auch nicht gesagt, was ich nicht will. Warum auch? Weil ich möchte nämlich die Energie auf das andere lenken. Und ich sehe schon, wie das andere, das Negative, was ich nicht will, in sich zusammenbröselt, weil es nämlich gar keine Energie von mir kriegt. Deswegen gucke ich ja auch gar keine Nachrichten. Aber interessanterweise kommt alles, was wichtig ist, trotzdem zu mir. Es gibt natürlich mehrere Kanäle. Mhm. Und auch da muss man reinfühlen, weil man kriegt ja im Moment so viele Nachrichten. Ganz genau, richtig. Reinfühlen, was fühlt sich denn für mich stimmig an und was nicht. Und filtern. So.
Genau. Genau, und das ist dieses Wunderbare, wenn ich bei mir bin, wenn ich in meiner Intuition bin, wenn ich die Möglichkeit habe, egal wie ich es nenne, eben, ne, also auf meine Intuition zu hören und es stimmig ist, mein Bauch, mein Herz, mein Kopf, dann kann ich, egal welche Seite es ist, weil es polarisiert links und es polarisiert rechts und ich weiß, was ist stimmig und was ist richtig. Und wie viel Wahrheitsgehalt ist jetzt in dieser Nachricht? Sind es 90% oder sind es 10%? Und das ist das Wunderbare. Dann darf ich auch wieder Nachrichten gucken, ja, weil ich einfach auch weiß, was ist jetzt stimmig und was nicht. Aber das ist genau das, wieder bei sich anzukommen und tatsächlich intuitiv auch, genau, zu wissen, was stimmt denn jetzt. Und das andere, was du nochmal gesagt hast, mit dem den Fokus auf das Positive richten, das ist ganz, ganz wichtig, weil auch das ist das, was natürlich auch in der heutigen Zeit ja, also gerade im Moment ganz, ganz viel gemacht wird. Also es gibt bestimmte Begriffe, die einfach kursieren, wo man einfach sagt, auch selbst wenn es darum geht, geht jetzt in die positive Realitätsgestaltung und sagt, das soll nicht kommen. Ja, ich spreche es jetzt bewusst nicht aus. Also das soll nicht kommen. Ich habe aber dieses Wort definitiv im Feld. Und hier geht es gar nicht darum, dass das Universum nicht das Wort nicht kennt. Das hat gar nichts damit zu tun, sondern es geht darum, was ich damit verbinde. Und gehe ich in dieses negative Wort, wo ich sage, ich will das nicht, ja, ich gehe ja dann in das Fühlen, in das Negative rein, damit impliziere ich was ganz, ganz anderes. Also auch wenn ich eigentlich sage, ich will nicht und tut mal so, als wenn ihr fühlt, die Regierung hat jetzt so, so oder so entschieden, das ist trotzdem kontraproduktiv, sondern es ist total wichtig, genau dahin zu gehen, das ist das, was Andreas auch gerade gesagt hat, wirklich dann auch zu sagen, ich möchte ein freies, selbstbestimmtes Leben. So, und in dem Moment, wo ich das schon ausspreche, das andere Wort macht mich eng, genau, es macht mir Angst. Ja. So, und in dem Moment, wo ich sage, so, ich fühle ein freies, selbstbestimmtes Leben und das ist das, was ich ins Feld gebe und das ist das, was ich meinetwegen jeden Tag um 17 Uhr auch ins Feld geben kann, zum Beispiel. Und in dem Moment öffnet sich das Feld auch und es bekommt eine ganz andere Energie, eine ganz andere und genau. Also das ist, ich lebe ein freies, selbstbestimmtes Leben. Genau, jetzt. Darum geht es. Mhm. Und dann fühle ich das auch. Mhm. Und du sagst ja selber schon, und ich spüre das sofort, dieses... Ja, genau. So, und 17 Uhr ist gut, rund um die Uhr ist besser. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Also, das möchten wir euch einfach mitgeben. Fühlt das. Und das ist vielleicht unser neuer Affirmation von mir aus, oder Leitsatz, Leitspruch. Ich führe ein freies, selbstbestimmtes Leben. Ja, und damit wollen wir Birgit jetzt mal ganz herzlich danken, dass du uns an diesen ganzen Möglichkeiten hast teilhaben lassen. Danke auch für das Lesen im morphischen Feld zur aktuellen Lage. Mhm. Und jetzt haben wir sogar ein Motto. Ist ja genial, das Video. Dankeschön. Ja, gerne. Danke dir. Und ja, und du kannst jetzt selber mal reinfühlen, was sich für dich stimmig anfühlt. Und geh deinen Weg. Geh deinen freien, selbstbestimmten Weg in Liebe. Und genau das wünschen wir dir nämlich jetzt auch. Hab den Mut, das zu ändern, was du ändern kannst. Hab die Weisheit, zu sehen, wo du besser die Finger von lässt. Und die Gelassenheit, das so zu machen. Und ich glaube, die Weisheit kommt jetzt erst. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ne? Egal. Du weißt, was ich meine. Also, mach's gut. Bis dann. Alles Liebe.